Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Synology Team Coaching Live. Das ist heute hier mal der erste Versuch, ganz einfach mal ein neues Format hier in unserem Kanal zu implementieren. Mein Name ist Frank Schibidok. Ich bin hier der Moderator heute hier und ich bedanke mich erst einmal dafür, dass ihr überhaupt hier eingeschaltet habt. Und die Teilnehmer sind hier alle auf stumm gestellt. Das muss ich mal dazu sagen. Also damit hier nicht alle Teilnehmer, 500 Teilnehmer hier ganz einfach hier gleich auch ihre Fragen sozusagen reinrufen, haben wir halt eben euch hier auf stumm gestellt. Vielleicht ein paar Punkte zum technischen Ablauf. Wir versuchen natürlich hier, oder ich versuche besser gesagt hier, die Fragen, die im Chat aufkommen, gleich mit zu beantworten, sofern diese zum Thema passen und nicht zu umfangreich in der Fragestellung sind. Ich bin heute hier alleine. Leider habe ich meine Co-Moderatorin heute nicht dabei, denn die hätte normalerweise die Aufgabe, hier auch den Chat sozusagen zu beobachten und dort aus dem Chat auch die wichtigsten Fragen herauszukristallisieren, um die ich dann halt eben hier mich kümmern kann. Deswegen bitte ich um Entschuldigung, wenn das Ganze so ein kleines bisschen verzögert wird, aber ich muss das halt eben jetzt hier tatsächlich dann in der Sekunde alleine machen. Ich versuche natürlich die Fragen hier im Chat halt eben aufzugreifen und dann auch hier in der Live-Demonstration entsprechend auch aufzubauen bzw. aufzunehmen. Ja, worum geht es heute in diesem Coaching? Ja, auf der Agenda sehen wir ganz einfach, hier haben wir nicht viel stehen. Wir haben das Überbegriff Synology Drive als Thema und es geht hier einfach um die Fragen von euch, wie ihr die Synology im Homeoffice entsprechend einrichten könnt. Es geht hier ganz einfach darum, um euch das Arbeiten in der Corona-Krise, vielleicht für das Homeoffice zum Beispiel, auch etwas einfacher zu gestalten. Und ich möchte euch heute hier die Fragen einfach mal live beantworten und auch gegebenenfalls demonstrieren. Ja, wie gesagt, stellt eure Fragen direkt hier in dem Chatfenster. Und ich versuche das Ganze dann einfach in der Sekunde aufzugreifen und dann können wir damit auch schon mal direkt starten. Okay, also ich habe mir auch hier mal eine kleine Agenda schon mal aufgeschrieben und wie wir sehen können hier, die Agenda ist relativ leer. Also zu meiner Person ganz kurz, mein Name ist Frank Schibidok, ich bin hier als Trainer und als Coach und Administrator hier bei der Firma IT Service Dortmund, meine eigene Firma, tätig. Das seit mehr als 20 Jahren mittlerweile schon im Geschäft und ich bin hier als Live-Coach sozusagen heute an eurer Seite und gucke mal ganz einfach hier auf die Fragen. So, ich habe gesehen, hier sind schon einige Fragen eingetroffen. Hier kommt schon eine Frage von der Clarissa. Und zwar die Frage nach der Ordnerstruktur. Okay, ich versuche mal das ganz einfach hier mit in die Agenda einfach aufzunehmen, damit ich auch sehen kann, was denn hier schon bearbeitet worden ist oder was auch nicht. Ja, ich muss zugeben, ich habe vergessen, das Fenster zuzumachen, aber es ist hier wirklich warm heute, deswegen muss ich das Fenster leider auflassen und ab und zu kommt hier auch mal ein Zug vorbei. Ich versuche dann das ganz einfach so ein bisschen zu überspringen oder zu überspielen. Die erste Frage hier von Clarissa, ach nee, da kommt noch eine andere Frage von HBR, was ist das auch immer, was immer das auch heißt. Hallo HBR, ich grüße dich. Ja, die Frage kann ich direkt in einem Satz beantworten. Wir werden das Training hier auch gleich aufzeichnen und werden das auch dann in verkürzter Form, so hoffe ich mal ganz einfach, dann auch unserem Channel dann entsprechend bereitstellen. Und ja, wir werden auch das Ganze, sofern es möglich ist und nötig ist, mit Kapiteln versehen. Meine Güte, das war ja mal eine schöne Frage. Okay, kommen wir zur Clarissa. Hallo Clarissa, schön, danke für die Frage. Eine ordentliche Ordnerstruktur aufbauen. Ja, die Frage ist natürlich gar nicht so ganz so einfach zu beantworten, denn ich sage mal ganz einfach, die Frage, die du dir stellen müsstest, ganz einfach, Clarissa, ist, wie willst du deine Synology halt eben verwenden oder benutzen? Möchtest du die ausschließlich nur für dich benutzen? Dann ist natürlich die Ordnerstruktur, die du hier anlegst, eigentlich, ja, ich sag mal, sekundär. Hauptsache, du kommst dann damit klar. Hast du aber mehrere Benutzer oder hast du vielleicht sogar auch verschiedene Benutzertypen, ganz einfach, so wie ich das hier habe. Ich habe nämlich hier zum Beispiel Familienmitglieder und habe hier auch noch Firmenmitglieder, dann solltest du natürlich schon vorher Gedanken machen,
wie du die Ordnerstruktur halt eben entsprechend aufbaust. Du siehst das ja bei uns hier oder ihr seht das ja bei hier schon bei mir. In meiner Synology habe ich hier auch mehrere Ordnerfreigaben erstellt. Diese Ordnerfreigaben, die wir hier in der Filestation sehen können, habe ich hier über die Systemsteuerung über den Punkt gemeinsame Ordner bereits erstellt und habe diese Ordner dann entsprechend auch hier in meiner Filestation zur Verfügung. Ich habe das Ganze hier natürlich ein bisschen aufgeteilt, weil es natürlich sinnvoll ist, hier auch eventuell mit ausreichend, also mit mehreren Freigaben zu arbeiten. Gerade wenn wir über den Punkt Drive sprechen, ist das natürlich von zentraler Bedeutung. Deswegen macht es natürlich Sinn, an der Stelle gleich halt eben auch hier ausreichend viele Ordner zu erstellen. Es ist also in der Regel doch deutlich einfacher, hier, ich sag mal, diese Freigaben beziehungsweise die gemeinsamen Ordner zu verwalten und auch dann später im Drive sozusagen freizugeben, als wenn ich mich um die ganzen Unterordner kümmern müsste. Wir nehmen mal hier mein Beispiel. Ich habe hier den Ordner Familie und habe dort unterhalb des Ordners Familie einen Ordner für Jutta und für den Steve eingerichtet. Ebenso noch einen Ordner hier mit dem Namen meine Dateien, wo ich meine Dateien ablegen werde. Parallel habe ich für die Benutzer meines Unternehmens hier den Ordner Firma allgemein abgelegt. Dort haben in der Zukunft alle Mitarbeiter Zugriff auf diesen Ordner und auf die Inhalte. Und die Gruppe Marketing, also die Mitarbeiter aus der Abteilung Marketing, die bekommen zusätzlich noch Zugriff auf diesen Ordner Marketing. Auf die anderen Ordner, wie diesen Backup-Ordner, den Share-Ordner und diese Dinge, die hier unten stehen, haben in Anführungsstrichen die anderen Mitarbeiter keinen Zugriff. So, wie habe ich das Ganze angelegt? Ja, das haben wir gerade gesehen. Ich habe das über die Systemsteuerung angelegt und habe dort entsprechend diese Ordner eingerichtet. Was wir natürlich machen sollten im Zuge der Ordnerstruktur, auch das, denke ich mal, gehört mit dazu. Wir sollten natürlich dann auch entsprechend Benutzer bzw. Benutzergruppen anlegen. Auch das will ich einmal ganz kurz zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich habe hier, das Ziel ist ja sozusagen, dass ich hier die Benutzer der Familie auf diese Ordner lenke, auf diese Freigabe lenke und die Benutzer aus meiner Firma auf diese beiden Freigaben lenken werde. Gut, dazu brauche ich, wie gesagt, am sinnvollsten eine Gruppe. Das Ganze kann ich über die Systemsteuerung machen, und zwar über den Benutzer. Ich habe hier mal einige Benutzer angelegt. Wir sehen hier die Clara und der Peter. Das sind Mitarbeiter meines Unternehmens. Und der Steve, nur der Steve sehe ich gerade hier, ist hier tatsächlich kein Mitarbeiter, sondern nur ein Benutzer. Ja, damit kann ich auch gleich schon die zweite Frage, die ich hier sehe, vom Wolfgang aufgreifen. Was sind Gruppen? Wofür brauche ich Gruppen? Also den Wolfgang. Schreibe ich mal einfach auf Wolfgang. Der Wolfgang wollte wissen, und das passt halt eben auch zu der Frage von der Clarissa, wofür Gruppen, wieso, weshalb? Ganz einfach, wenn ich mehrere Benutzer habe, die ich gemeinsam verwalten möchte, dann kann ich das Ganze auch einfacher über die sogenannten Gruppen steuern, so wie ich das jetzt hier getan habe, beziehungsweise so wie ich das jetzt hier gleich tun werde. Also, Zielsetzung, und deswegen greife ich sozusagen die Einrichtung der gemeinsamen Ordner sowie auch die Einrichtung der Benutzer und Gruppen, greift also dann in der Sekunde ineinander und fügt sich dann im Anschluss, wenn wir das Drive gleich noch konfigurieren bzw. einrichten, greift das dann sozusagen oder schließt sich dann der Kreis ganz einfach. Also wir beginnen der Reihe nach. Ich denke mal, damit habe ich auch hier, ich sehe gerade, hier sind einige Fragen in diese Richtung, Benutzer und Gruppen und Freigaben. Auf das Thema Freigaben komme ich gleich nochmal. Schreibe ich das mal eben schnell mit hier auf vom Herbert. Freigaben. Einrichten. Schreiben wir es auch ordentlich. So, wunderbar. Also nur damit ich es nicht vergesse, habe ich mal einfach mit hier aufgeschrieben. Starten wir also ganz einfach mit der klassischen, mit dem klassischen Benutzerkonfiguration. Ich erstelle mir eben hier mal einen weiteren Benutzer. Und den Benutzer nenne ich einfach mal Jutta und schreibe dazu hier als Beschreibung einfach nur
schreibe als Beschreibung hier einfach Familie und gebe hier einfach mal irgendein Passwort. So, ich klicke den Benutzer jetzt hier einfach mal ganz grob durch. Standardmäßig ist der Benutzer sowieso in der Gruppe Users enthalten. Das lasse ich auch so, der ist nicht in der Gruppe Marketing. Und die Gruppe Familie habe ich ja noch gar nicht. Also klicke ich den einfach mal durch. Ich stelle auch hier jetzt in der Sekunde keine Berechtigung für diesen Benutzer ein. Darauf gehe ich später nochmal genau ein. Eine Kontingenteinstellung brauche ich auch nicht. Und das hier lasse ich auch erstmal standardmäßig genauso stehen, die Anwendungsberechtigung, wie sie hier vorgeschlagen werden. Die Geschwindigkeitseinstellungen sind auch uninteressant für diese Aufgabe. Das ist sowieso uninteressant, wäre nur dann interessant, wenn wir einen sehr langsamen Internetanschluss hätten, dann wäre das schon interessant. So, jetzt haben wir hier die Jutta, Familie, nehmen wir noch den Steve, eben bearbeiten wir den auch nochmal und schreiben da auch mal Familie rein. So, meine Güte, heute tut die Tastatur sich aber auch sehr schwer. Und damit haben wir sozusagen hier in der Beschreibung, über die Beschreibung können wir dann auch definieren, welcher Mitarbeiter oder welches Konto zu welchem Rahmen sozusagen gehört. So, als nächstes haben wir ja hier die Gruppen. Die Gruppen ermöglichen halt eben die Berechtigungen für Anwendungen und auch die Berechtigungen für Applikationen, also für die Synology-Pakete, bringen also halt eben den Vorteil, dass ich hier das Ganze auf einer Gruppenebene konfigurieren kann. Das bedeutet, ich erstelle mir jetzt hier eine Gruppe mit dem Namen Familienmitglieder. Das Ganze schreibe ich mir auch hier in die Beschreibung, wobei das jetzt nicht wirklich wahnsinnig wichtig ist. Und ich kann jetzt schon, jetzt sieht man das hier schon, was der Vorteil ist. Ich kann also jetzt hier dieser Gruppe schon die Berechtigungen für die unterschiedlichen Ordner zuweisen. Das kann ich also an dieser Stelle schon definieren. Ich kann das natürlich später jederzeit wieder korrigieren, wieder ändern. Aber ich kann das jetzt schon festlegen und damit lege ich jetzt schon den Grundstein fest für die anderen Familienmitglieder. Denn alle Benutzer, die später in dieser Gruppe enthalten sind oder die ich dort hinzufügen werde, erhalten dann automatisch das Recht, was ich jetzt hier konfiguriert habe. So, das heißt also, die Benutzer dürfen auf den Ordner Familie zugreifen und dürfen auf meinen allgemeinen Ordner Drive zugreifen. Entschuldigung. So, auf die anderen Ordner hier, Firma allgemein und diese Ordner, die noch hier übrig sind, haben diese Benutzer jetzt hier keinen Zugriff. Ich brauche das allerdings auch in der Sekunde hier nicht definieren. Ich brauche es einfach halt eben hier nur nicht ankreuzen. Wer da ganz sicher gehen möchte, der kann das natürlich auch alles hier noch ankreuzen, aber auch dazu sage ich gleich noch mal ein paar andere Dinge. So, die Benutzerkontingenteinstellungen, das überspringe ich einfach mal in der Sekunde und wir kommen mal zu der Anwendungsberechtigungseinstellung. Hier lege ich also schon fest, auf welche Applikationen, also sprich auf welche Synology-Dienste, die Mitglieder dieser Gruppe, Familienmitglieder, Zugriff haben werden. Auch das, wie gesagt, ist natürlich der Vorteil. Ich lege das hier einmal fest und füge in Zukunft alle weiteren Familienmitglieder einfach dieser Gruppe hinzu. Da sage ich einfach, die Benutzer dürfen die FileStation verwenden und die dürfen die Contacts und den Kalender sowie allerdings auch das Drive verwenden. Was sie nicht dürfen, sie dürfen das DSM nicht verwenden. Und sie dürfen, na, obwohl das ist unglücklich, weil in dem, wenn wir gleich nochmal weiter gucken, müssen wir mal schauen, ob wir das vielleicht nochmal verstellen müssen. Aber das Universal Search dürfen sie auch verwenden. So, die Gruppenbeschränkungen brauchen wir auch nicht definieren. Und dann haben wir auch schon hier die erste Berechtigung sozusagen konfiguriert. Jetzt gilt es natürlich noch, ich muss natürlich noch dieser Gruppe Familienmitglieder auch entsprechende Mitglieder hinzufügen. Das kann ich über den Schalter bearbeiten machen und füge jetzt hier die Familienmitglieder hinzu. Dann nehme ich mal den Frank, der gehört nämlich auch mit dazu. Und mit der gedrückten Steuerungstaste habe ich auch die Möglichkeit, mehrere Benutzer in einem Rutsch hinzuzufügen. Ich kann das natürlich auch einzeln machen, immer jeden einzelnen anklicken und dann auf OK drücken. Aber wir sehen auch hier, das geht natürlich hier viel, viel einfacher. Ebenfalls, wenn ich mich vertan haben sollte, kann ich natürlich auch hier über den Schalter entfernen, den Benutzer wieder entfernen. Ihr solltet mit dieser Gruppenmitgliedschaft wirklich, ja, ich sag mal, sorgfältig umgehen. Also sprich, das Ganze vielleicht auch
vorher ein kleines bisschen einplanen oder planen, weil es gibt hier so ein paar Besonderheiten. Darauf komme ich aber gleich nochmal darauf zurück. So, dann haben wir noch eine zweite Gruppe, das ist die Gruppe Marketing. Auch diese habe ich hier schon erstellt. Gucken wir mal eben ganz kurz da rein, wer hier Mitglied ist. Aha, hier ist der V-Admin auch noch Mitglied. Der Peter ist hier Mitglied und auch die Clara ist hier Mitglied. Okay, wir merken uns das ganz einfach mal, dass diese alte eben in der Gruppe Marketing sind. So, damit haben wir praktisch die Benutzer und die Gruppen sozusagen schon mal eingerichtet. Und das bedeutet, alle weiteren Benutzer, die ich jetzt in der Zukunft hier erstellen werde, brauche ich dann eigentlich nur noch in eine der beiden Gruppen hier ablegen. Beziehungsweise hier müsste ich natürlich noch sinnvollerweise eine weitere Gruppe erstellen. Das ist noch nicht ganz richtig, und zwar Firma. Mitarbeiter. So, jetzt wäre es natürlich ganz korrekt. Auch hier gebe ich jetzt schon die Berechtigung vor und dann sage ich schon mal, auf jeden Fall dürfen die nicht auf die Familienordner zugreifen. Das möchte ich unbedingt verhindern. Ganz egal. Entschuldigung. So, möchte ich unbedingt verhindern, ganz egal, was passiert, aber Sie dürfen auf den Ordner Firma und Sie dürfen auch auf das Drive, denn das ist sozusagen die Schnittstelle, ne, wo dann halt eben die Benutzer aus der Firma sowie auch die Benutzer aus meiner Familie dann Zugriff haben werden. Alle anderen Dinge kann ich später noch entscheiden, brauchen wir jetzt in der Sekunde nicht. Auch hier wieder die Kontingenteinschränkung lassen wir mal weg. So, meine Familienmitglieder dürfen allerdings hier noch ein bisschen mehr. Meine Mitarbeiter dürfen sich am DSM anmelden, die dürfen auf jeden Fall die Filestation, die Contacts, die Kalender, das Drive, den Texteditor dürfen die auch nutzen und die dürfen das Universal Search. Was sie auf gar keinen Fall dürfen, ist das Resync und auch das Active Backup. Okay, da es sich ja hier um Geschäftsbenutzer handelt oder um Geschäfts-E-Mails auch handelt, sollten die natürlich auch hier den Zugriff drauf haben. Das Einzige, was ich ihnen verweigern werde, das ist hier das FTP, denn das brauchen wir heutzutage nicht mehr. Okay, auch hier brauche ich nichts einstellen, das kann ich soweit übernehmen und damit habe ich sozusagen die Grundvoraussetzung schon geschaffen, muss natürlich jetzt hier auch noch die Mitglieder bearbeiten, also sprich, ich muss auch hier wieder die entsprechenden Benutzer hinzufügen. So, der Firma, der Frank zum Beispiel, also ich bin ja nicht nur in der Familie, sondern ich bin auch gleichzeitig hier mit in der Gruppe der Firma. Das heißt also, ich habe sozusagen oder bekomme dann in Zukunft die Rechte von beiden Gruppen zugewiesen. So, damit haben wir die wichtigste Aufgabe sozusagen erstellt und jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz hier die gemeinsamen Ordner an und auch jetzt schon die Struktur, wie die Benutzer denn darauf zugreifen können, beziehungsweise ja, wer wo drauf zugreifen darf oder kann. Dazu öffne ich jetzt hier mal das Synology Drive Admin Konsole und wechsle mal hier in den Ordner Team Ordner. Und hier sehen wir, das sieht man jetzt hier relativ gut eigentlich, warum diese Ordnerstruktur, also die Struktur der gemeinsamen Ordner, warum das natürlich ganz wichtig ist, dass ich mir da im Vorfeld Gedanken mache. Denn ich kann ja immer nur, wenn ich diese Teamordner hier mal als Basis, für meinen Zugriff von außen sozusagen verwende, dann sieht man ganz einfach hier, dass ich genau diese Ordner hier auch entsprechend freigeben, also sprich aktivieren kann. Also wir sehen hier, wir haben hier einen besonderen Ordner eigene Dateien. Dieser Ordner eigene Dateien ist sozusagen das Home Drive von jedem Benutzer. Komme ich gleich nochmal darauf zurück. Dann haben wir das Drive, was ich hier oben eingerichtet habe. Das habe ich bereits hier aktiviert. Ich habe das die Familie aktiviert, die Firma aktiviert und glücklicherweise auch hier schon das Marketing. Also hier definiere ich nur, welcher Ordner tatsächlich auch im Drive später überhaupt angezeigt werden soll. Okay, dann wollen wir das auch prüfen, ob das Ganze auch so funktioniert, beziehungsweise ob das auch stimmt, was ich gesagt habe. Dazu öffne ich einfach mal hier das Paket Drive und wir sehen, ich werde jetzt hier auf das neue oder auf die neue Oberfläche vom Drive sozusagen umgeleitet auf ein zweites Fenster
Und dann schauen wir uns einmal an, wie das Ganze hier aussieht. Wir haben hier einmal hier oben den Ordner eigene Dateien. Das haben wir gerade schon in dem Drive auch gesehen. Es gab ja die Freigabe eigene Dateien. Das wiederum ist der Home-Ordner. Dieser Home-Ordner, den wir jetzt hier an dieser Stelle sehen, bezieht sich immer auf den sogenannten persönlichen Ordner desjenigen oder ja, genau, desjenigen, der sich gerade angemeldet hat am System. Also ich bin jetzt hier im Moment angemeldet. Gucken wir mal eben hier unten, wer ich denn gerade bin. Ich bin, wenn ich das mal richtig sehen kann, das bin ich nicht, okay. Entschuldigung, wir können das ja hier gucken. So, dann sehe ich ja hier, wer ich gerade bin. Ich bin der V-Admin, als V-Admin angemeldet. Und als V-Admin habe ich halt eben Zugriff hier auf eigene Dateien und habe Zugriff auf die Teamordner. Weil ich Administrator bin, habe ich natürlich Zugriff hier auf alle Teamordner, also auf alle Freigaben, bei denen auch die Funktion Teamordner aktiviert worden ist. Gehen wir mal in den Familien. Da fehlt ein Ordner, sehe ich gerade. Wir haben noch gar keinen Ordner angelegt für die Familie. Das sollten wir mal eben ändern. So, ich wechsle also nochmal eben hier in meine Systemsteuerung und gucke mal eben hier den Ordner Familie, den habe ich hier bereits angelegt und den habe ich auch aktiviert. Allerdings habe ich den gerade in meinem Drive nicht sehen können. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich das Drive mal parallel aufrufen kann. Ja, hier fehlt mir der Ordner. Wenn ich das also richtig sehe, unter dem Teamordner fehlt mir der Ordner Familie. Warum fehlt mir der? Weil ich der V-Admin bin und als V-Admin keine Berechtigung auf diesen Ordner habe. Gucken wir das nochmal ganz kurz hier zurück. Gehen wir nochmal dahin. So, also der Ordner ist aktiviert, aber wir müssen mal hier in die Bearbeitung, in die Berechtigung gehen und gucken mal eben hier unter der Berechtigung lokale Benutzer. Schauen wir nochmal eben, was der V-Admin hier für Zugriffsrechte hat. Der V-Admin hat im Moment hier keinen Zugriff. Das steht hier aus der Vorschau. Hier steht hier Vorschau. Hier sind die aktuellen Berechtigungen. Das heißt also, wenn ich das jetzt hier bestätige, dann wird genau das, was hier steht, auch eingerichtet werden. Und somit hat also der Frank sowie die Mitarbeiter hier aus dem Unternehmen keine Berechtigungen. Unter anderem auch der V-Admin nicht. Jetzt könnte ich natürlich hergehen und sagen, okay, gut, der V-Admin soll aber lesen und schreiben bekommen, weil ich möchte, dass der V-Admin halt eben auch über das Drive auf diesen Ordner zugreifen kann, beziehungsweise nicht nur über das Drive, sondern schauen wir mal ganz kurz hier in die FileStation. Na gut, da komme ich nämlich auch nicht drauf. Wir sehen das hier. Das Benutzerkonto verfügt nicht über die Berechtigung, um auf diesen Ordner zuzugreifen. So, wie gesagt, das liegt ganz einfach daran, weil ich nämlich halt eben nicht in einer oder weil ich in einer entsprechenden Gruppe bin, wo das höchste Recht konfiguriert worden ist. Also selbst wenn ich jetzt hier klicke und sage, lesen und schreiben für den V-Admin aktivieren und ich übernehme das jetzt hier, wird sich das in Anführungsstrichen auch nicht verändern. Schauen wir das nochmal. Bearbeiten. Wir sehen hier die Vorschau, kein Zugriff. So, woran liegt das? Das ist ein Problem, was ich auch gerade hier im Chat gesehen habe, dass hier der Administrator auf bestimmte Ordner keinen Zugriff hat. Genau, richtig. Hier ist der Willi44. Hallo Willi44. Ich denke mal, damit habe ich deine Frage jetzt, glaube ich, auch aufgegriffen. Wir schreiben mal hier den Willi44. Na, wir schreiben das mal hier, Willi 44. Okay, ja, genau. Woran liegt das? Ganz einfach, das liegt daran, weil die Mitgliedschaft der Gruppe oder ich sag mal die Berechtigung der Gruppen addiert werden. Und wenn wir mal in die lokalen Gruppen schauen, dann sehen wir das an dieser Stelle hier, dass die Administratoren haben zwar Lesen und Schreiben recht und die Mitglieder der Familie haben Lesen und Schreiben, aber ich habe hier noch das höchste Recht angekreuzt. Ich habe hier angekreuzt, die Gruppe Firma hat keinen Zugriff
Und das ist genau das Problem, was wir jetzt in der Sekunde haben. Dieses Recht, kein Zugriff, ist das hochwertigste Recht, also das höchste Recht, was wir, sage ich mal, hier vergeben können. Das wiegt sozusagen höher als Lesen und Schreiben oder als nur Lesen. Und genau damit habe ich mir dieses Eigentor sozusagen geschossen, weil ich nämlich in der Gruppe Firma als Mitglied bin. Das können wir eben kontrollieren. Wir gehen hier auf die Gruppen. Da können wir nicht kontrollieren, das sehe ich gerade, ich komme hier nicht raus. Aber ihr glaubt mir das, ich bin ja in der Gruppe Firma Mitglied und weil ich der Gruppe Firma gesagt habe, ihr habt hier keinen Zugriff, genau das ist das Problem. Also das muss ich auf jeden Fall einmal lösen, denn sonst kann ich mir die Berechtigung sozusagen nach hinten raus nicht ordentlich einstellen. Also ich stelle das mal jetzt hier ein auf die Familie nochmal, gehen wir nochmal auf Bearbeiten, auf Berechtigungen und jetzt gucken wir noch einmal, wie das jetzt aussieht. Jetzt hat der V-Admin nämlich Lesen und Schreiben, weil ich ihm auch hier das Recht Lesen und Schreiben gegeben habe, beziehungsweise weil er das aus der Mitgliedschaft von einer anderen Gruppe erhalten hat. Und zwar hat er das Recht höchstwahrscheinlich aus der Gruppe der Administratoren erhalten, denn die haben eigentlich grundsätzlich Zugriff auf alle Ordner. Gucken wir nochmal in die lokalen Gruppen. So ist es also richtig. Die Firma hat keinen Zugriff. Es ist aber nicht explizit eingerichtet. Das ist also das Entscheidende. Das ist also das Gravierende sozusagen. Ich habe es also eigentlich hier für die Benutzer Firma, HTTP, Marketing und Users sozusagen nicht definiert. Damit würde das letzte Recht oder das höchste Recht sozusagen greifen, also keinen Zugriff. Und ich kann es aber dann für die einzelnen Benutzer trotzdem noch konfigurieren. Gucken wir das nochmal in die lokalen Benutzer. Und jetzt sehen wir auch, dass der V-Admin jetzt hier Lesen- und Schreibenrechte hat. Ich könnte an der Stelle natürlich jetzt hergehen und sagen, gut, der V-Admin soll dort keine Berechtigung haben. Aber wir haben ja gerade gesehen, dass das keine ganz so gute Idee ist, denn dann fehlt mir ja unter Umständen das eine oder andere an Verwaltungsmöglichkeiten. Deswegen sollte hier also mit diesem Schalter kein Zugriff sehr vorsichtig sein. Gut, ich lasse das einfach so. Wir bestätigen es mir, okay. Und wir wechseln jetzt nochmal in das Drive, um zu kontrollieren, ob das denn jetzt funktioniert hat. Das heißt, wir aktualisieren das Drive einfach mal. Oder ja, wir springen einfach mal hier hin und her. So, und dann sehen wir, sind wir auch in dem Ordner Familie und ich sehe jetzt auch hier die entsprechenden Ordner, die hier angelegt worden sind. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, inwieweit ist es sinnvoll, die Struktur jetzt, die ich hier aufgebaut habe, tatsächlich beizubehalten. Ich sage mal, eigentlich ist es unnötig, dass ich hier für meine Familienmitglieder tatsächlich noch einen weiteren Unterordner setze. Also ich habe ja nochmal hier den Ordner Jutta, meinen eigenen Ordner und noch den Ordner für Steve eingerichtet. Aber prinzipiell ist das nicht nötig, wenn ich den einen eigenen Ordner zukommen lassen möchte. Denn der Benutzer, der ja hier am System angemeldet ist, in diesem Falle jetzt hier der V-Admin, hat ja auch hier einen Ordner eigene Dateien. Das ist der sogenannte Home-Ordner, der eigene Dateien-Ordner, so ähnlich wie wir das auch aus Windows her kennen. Da gibt es das ja auch, da hat ja auch jeder Benutzer einen Ordner, eigene Dateien mit eigenen Bildern, eigenen Videos, eigenen Profilen, eigenen E-Mails, eigenen Desktop und so weiter. Und genau das haben wir natürlich hier auch. Und deswegen stellt sich die Frage, brauche ich in meinem Team-Ordner tatsächlich hier überhaupt in dem Familienordner, brauche ich da tatsächlich noch die Unterscheidung, um das auch noch zu konfigurieren. Denn hier habe ich ja das große Problem, meldet sich der Steve an, dann könnte er auf die Daten von Jutta und auf meine Daten auch zugreifen. Davon gehe ich mal einfach aus, weil er halt eben auch in der Gruppe der Familienmitglieder ist und die Gruppe der Familienmitglieder hat ja Zugriff hier auf die Familie. Schauen wir uns das mal an, wie das aussieht, wenn der Steve sich anmeldet. Dazu habe ich mal hier einen neuen Browser aufgemacht. Ich habe mich hier als der Steve angemeldet. Ich aktualisiere das mal eben. Dann sehen wir nämlich jetzt hier schon, dass der Benutzer Steve tatsächlich hier auch auf alle anderen Daten, also von Jutta und auf meine Daten kommt. Und genau das ist ja an sich überhaupt nicht gewollt, dass er auf diese Daten zugreifen kann, denn jeder soll ja seinen eigenen, seinen persönlichen Ordner eigentlich haben.
Und das bedeutet, ich müsste erst auf die Unterordner, also unterhalb der Freigabe, die Berechtigung entsprechend konfigurieren. Das macht in Anführungsstrichen viel mehr Arbeit. Wenn ich mir vorstelle, ich habe 5 oder 6 Familienmitglieder oder Freunde und Bekannte und muss auf jedem einzelnen Ordner noch einmal die ganzen Gruppen bzw. die ganzen Berechtigungen definieren, dann ist das sehr, sehr aufwendig. Besser ist es, wenn man die Freigaben, also die gemeinsamen Ordner, gleich ordentlich plant und vielleicht hier auch gleich mit dem Thema eigene Dateien, also mit der Benutzer-Home-Dienst gleich arbeitet. Auch hier einen Ordner, der heißt eigene Dateien. Das ist also der Ordner, den er sowieso für sich persönlich hat, also sein persönlicher Ordner, sein Home-Drive. Und es würde vollkommen ausreichen, dass ich die für jeden Benutzer sozusagen den Basisdienst, den Home-Basisdienst sozusagen auch einrichte, damit jeder halt eben auch seinen Ordner eigene Dateien hat. Schauen wir uns an, wo das, wie das aussieht oder wie das Ganze dann im Background aussieht. Dazu wechsle ich nochmal einmal hier zurück auf meine Synology und wir gucken mal, wie das Ganze im Background aussieht. Ich öffne dazu mal hier den die FileStation und dann schauen wir mal, wovon ich gerade gesprochen habe. Wir sehen hier in der FileStation eine Besonderheit und zwar den Ordner Home. Dieser Ordner Home, habe ich gerade schon mal angesprochen, bezieht sich immer auf den aktuellen Benutzer. Das ist also der Ordner von dem, der persönliche Ordner von dem Benutzer, der gerade angemeldet ist. Ich bin jetzt hier angemeldet als V-Admin. Wir sehen das hier oben. Also ist das mein persönlicher Ordner, auf den die anderen Mitglieder keinen Zugriff haben. Da ich aber auch der Administrator bin, sehe ich natürlich auch die Home Drives der anderen Personen, also der anderen Konten, die eingerichtet sind. Und da sehen wir jetzt auch den Ordner von Steve. Und wir sehen, dass der Steve bereits einmal im Drive angemeldet gewesen ist. Und ich sehe den Inhalt hier von Steve, seinem Ordner. So, ich sehe auch entsprechend hier von dem Frank oder von der Jutta oder von der Clara, auch deren eigene Ordner sehe ich hier auch. Zum Verständnis, wenn der Steve sich jetzt hier an dem System anmelden würde und er würde halt eben auf die FileStation oder über das Drive hier zugreifen, dann würde er natürlich auch diesen Ordner Home sehen, aber er sieht nur seinen eigenen Home-Ordner. Also er sieht dann tatsächlich nur das, was hier drin steht. Oder besser gesagt, er sieht dann das. So. Mehr sieht er nicht. Also er sieht nicht die Ordner von Admin, von Frank. Er sieht diesen ganzen Baum Homes, den sieht er nicht. So, wenn ich die Home-Ordner nicht benutze, sondern das Ganze halt eben hier unter der Familienfreigabe definieren möchte, dann muss ich natürlich die Berechtigungen auf dem Unterordner unterhalb der Freigabe einmal entsprechend einstellen. Dazu gehe ich in die Eigenschaften von dem Ordner Jutta. Den Ordner Jutta auf die Eigenschaften, auf die Berechtigung und sage, ich möchte eine weitere Berechtigung hinzufügen. Ich wähle hier den Benutzer aus, in dem Falle jetzt hier der Benutzer Steve. Und wähle jetzt hier aus, was für eine Berechtigung ich einstellen möchte, in dem Falle verweigern. Jetzt kann ich hier einfach alles anklicken und damit habe ich dem Steve die Berechtigung auf diesen Ordner, das Lesen und Schreiben, sowie das Lesen, sowie das Administrieren dieses Ordners verweigert. Bestätige das Ganze und wenn ich das jetzt noch einmal kontrolliere in meinem Drive-Ordner, und das Ganze nochmal aktualisiere, dann sehen wir tatsächlich, dass dieser Ordner jetzt hier ausgeblendet worden ist. So, ich denke mal, damit habe ich hier auch einige von den Fragen schon beantwortet. Es ging mir tatsächlich bei vielen auch darum, wie man diese Unterordner hier tatsächlich auch ja, schützen kann, beziehungsweise wie man diese Unterordner unterhalb der Freigabe definieren kann. Also zum Verständnis, wie gesagt, das ist hier eigentlich meine Freigabe, auf der die Benutzer von außen zugreifen. Dann darunter habe ich dann weitere Ordner erstellt für die einzelnen Benutzer und habe dort die Berechtigung entsprechend weggenommen. So, ich mache das wieder rückgängig, denn prinzipiell brauche ich das in der Sekunde eigentlich nicht. Wenn ich das nicht relativ gut und ordentlich geplant habe, brauche ich das eigentlich nicht. Beziehungsweise ich kann mir eigentlich diese Ordner hier auch komplett sparen, denn dieser persönliche Ordner, also ich mache das mal hier weg, lösche das mal wieder.
So, denn dieser persönliche Ordner hier unten ist sowieso in Anführungsstrichen überhaupt nicht wichtig oder überhaupt nicht relevant in meiner Ordnerstruktur, denn ich habe ja, wie gesagt, den Benutzer Home-Dienst eingeschaltet. Wo habe ich das gemacht, den Benutzer Home-Dienst eingeschaltet? Ich habe das hier in der Systemsteuerung gemacht, hier unter Benutzer, unter Erweitert. Und hier unten gibt es den sogenannten Benutzer Home-Dienst. Wenn ich das hier, diesen Benutzer Home-Dienst einschalte, bedeutet das, dass jeder Benutzer einen eigenen persönlichen Ordner bekommt, auf den nur er und natürlich der Administrator Zugriff haben. Alle anderen nicht. Und zwar unabhängig davon, ob sie sich über die FileStation anmelden oder ob sie sich über das Drive anmelden. Also das ist, wie gesagt, hier das Geheimnis. Und wenn das hier eingeschaltet ist, dieser Benutzer Home-Dienst, wenn das eingeschaltet ist, dann finden wir auch hier in der Drive-Admin-Konsole neben unseren Standardfreigaben, die wir hier eingeschaltet haben, finden wir auch hier den Ordner eigene Dateien. Und der ist dann in der Regel standardmäßig aktiviert und der, wie gesagt, führt ganz einfach dazu, dass in dem Ordner des Benutzers, hier nochmal in dem Ordner Steve Drive, dass dort halt eben Daten sozusagen nur für diesen Benutzer verfügbar sind. So, ich denke mal, damit habe ich hier, ich sage mal, mindestens 12, 20 von den vielen Fragen schon beantwortet. Und ich gucke mal, was jetzt hier noch für eine spannende Frage zu diesem Thema, zu diesen Ordnerfreigaben kommt. Ja, da haben wir eine Frage vom Werner, sehe ich gerade. Da sehen wir eine Frage vom Werner. Okay, der Werner. Werner, willkommen hier. Werner, wir versuchen das mal aufzudröseln. Achso, jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Ja, es bezieht sich hier auf das Video oder auf eine der Videos hier bei YouTube, wo ich den sogenannten Incoming-Ordner erstellt habe, also den Freigabeordner für unsere Kunden. Wie wir das machen können. Ja, das habe ich schon vorbereitet, denn da haben wir nämlich Glück. Ich habe hier aus meiner Sitzung hier tatsächlich aus einer anderen Sitzung hier schon diesen Share-Ordner sozusagen freigegeben. Aber ich will zeigen, wie das Ganze funktioniert. Okay, Werner, ich sage mal einfach hier Freigaben oder sagen wir mal Share with Friends. Also die Zielsetzung von Werner ist es, Daten freizugeben, beziehungsweise nicht nur Daten freizugeben, das wäre ja einfach, sondern die Daten auch einen sogenannten Eingabeordner, einen Coming-Ordner zu erstellen. Okay, gucken wir eben an, wie das Problem sozusagen aussieht oder wie wir das Problem hier sehen können. Dazu logge ich mich nochmal einmal ganz kurz hier um und gehe nochmal hier in den Ordner eigene Dateien von dem Benutzer Steve. Also ich bin jetzt als Benutzer Steve angemeldet hier und ich habe mir über das Plus-Symbol hier einfach einen neuen Ordner angelegt. Dieser Ordner heißt Share with Friends. Und wir sehen hier schon an dem Symbol hier, dass ich dort eine sogenannte öffentliche Freigabe eingerichtet habe. Das habe ich hier über das Plus-Symbol, über das Mannequin mit dem Plus teilen gemacht. Hier gibt es verschiedene Berechtigungsmöglichkeiten. Hier könnte ich zum Beispiel meine eigenen Benutzer in Anführungsstrichen hier einladen und hier oben kann ich die Berechtigungen für diese, für die Freigabe sozusagen einrichten. Das heißt, ich kann hier unterscheiden, dass nur die Eingeladenen einen Zugriff haben. Ich kann hier unterscheiden, intern oder auch öffentlich. Also das ist eigentlich erstmal uninteressant. Dazu brauche ich nämlich hier auf jeden Fall einen Benutzer oder eine Gruppe, dem ich dann auch diese Berechtigung hier entsprechend erteilen kann. Aber wenn ich die Frage richtig verstanden habe hier von dem Werner, die Frage war ja, wie kann ich denn eine Freigabe für andere Personen, die nicht oder die kein Konto auf meiner Synology haben. Wie kann ich das denn entsprechend einrichten? Genau, das kann ich hier über den Schalter erweiterter Schutzlink einrichten. Das heißt also, ich gehe hier auf erweiterter Schutzlink und kann jetzt hier definieren, was darf derjenige? Darf er die Daten anzeigen oder darf er sie bearbeiten? Bearbeiten in Anführungsstrichen, das ist bedingt, sage ich mal ganz einfach. Bearbeiten würde bedeuten, wenn dort eine Word-Datei liegt zum Beispiel und wir haben auch das Synology Office installiert,
dann könntet ihr die Datei halt eben auch bearbeiten mit dem Office bzw. mit dem Word, was in dem Synology entsprechend enthalten ist. Es reicht aber für mich jetzt in der Sekunde, wenn er die Dateien dort sehen kann. So, und ich lasse hier auch zu, dass er die Daten herunterladen kann bzw. kopieren kann. Das Ganze kann ich jetzt noch mit zwei Sicherheitsmaßnahmen erweitern. Ich kann hier einmal ein Kennwort eingeben, das will ich mal tun. Und ich kann hier noch einen Gültigkeitsablauf sozusagen festlegen. Hier kann ich also festlegen, dass der Link zu einem bestimmten Zeitpunkt halt eben abläuft. Hier zum Beispiel nach einem Tag läuft der Link ab. Hier unten habe ich dann den Schutzlink bzw. die URL für den öffentlichen Zugriff. Diesen habe ich mir jetzt einfach mal kopiert. Und wenn ihr euer System entsprechend korrekt eingerichtet habt, dann könnt ihr natürlich auch hier das Ganze per E-Mail direkt versenden. Also ich habe mir jetzt hier dieses einfach mal eben kopiert und müsste natürlich jetzt in der Sekunde über diesen Link hier einmal auf das System zugreifen. Das wird bei mir jetzt nicht funktionieren, weil ich hier halt eben eine fehlerhafte URL habe, beziehungsweise eine fehlerhafte, hier, da habe ich einen fehlerhaften DNS-Namen, der wird im Augenblick hier auch nicht aufgelöst, deswegen funktioniert das bei mir nicht, aber ich kann das Ganze auch mal eben hier, das könnt ihr natürlich auch mit eurer IP-Adresse machen, beziehungsweise könnt ihr natürlich auch mit eurer Quick-Connect-ID machen, das geht genauso. Ich kann das mal hier mit meiner Quick Connect ID machen. Ich werde mal die Quick Connect ID ganz kurz in den Link bauen. So. Und kopiere mir nun diesen Link einmal hier in das Fenster. Wenn ich das also in einem in Private Fenster mache, kann ich jetzt hier mal das entsprechende Passwort eingeben. Und komme dann hier auch auf die Daten Share with Friends. Da ist natürlich jetzt nichts drin. Ich lege mal da eben einfach hier eine Datei hinein. Das geht ja bei Drag and Drop. Und wir aktualisieren das in der Sekunde hier einmal. Und dann haben die Benutzer tatsächlich auch hier Zugriff auf die Daten, die in diesem Ordner liegen. Und können die Daten auch hier entsprechend herunterladen. Die werden dann halt eben hier als ZIP-Datei auf den lokalen Computer geladen. Was hier allerdings nicht funktioniert und was wir jetzt hier schon sehen, es gibt hier keine Option, Daten hochzuladen. Also selbst wenn ich hier oben irgendwie drauf drücke, dann kann ich die Ansicht ändern. Ich kann aber hier keine Daten hochladen. Das geht auch nicht bei Drag and Drop, denn das geht hier tatsächlich nur darum, Daten für andere Benutzer oder für andere Personen, die kein Konto haben, hier auch sozusagen, ja, bereitzustellen. Der zweite Weg, den wir natürlich noch brauchen, das wäre die Geschichte, wie kann ich denn jetzt nun dem Werner die Möglichkeit geben, hier die Daten auch hochzuladen. Auch das wollen wir uns einmal angucken. Das heißt, ich nehme das Fenster einmal weg und das geht über den anderen Weg. Dazu gehen wir noch einmal in das Drive vom Steve, gehen hier auf den Ordner Share with Friends von mir aus und gehen hier mit der rechten Maustaste einmal drauf und sagen hier, ich möchte eine Dateianforderung erstellen. So, dann bekomme ich hier einen neuen Link. Dieser Link, wie gesagt, hier auch bei mir, der wird jetzt hier auch nicht funktionieren. Ich kopiere mir den mal da raus, ich baue den dann gleich wieder um auf die Quick Connect ID. Ich kann hier den Text noch anpassen und kann hier auch noch festlegen meinen eigenen Namen. Hier kann ich auch, was weiß ich, von mir aus tief reinschreiben. Und auch hier lege ich wieder ein Passwort fest, damit nicht jeder, der diesen Ordner sehen kann oder der diesen Link kennt, einfach Daten hineinlegen kann. Und auch an der Stelle kann ich hier auch einen Gültigkeitszeitraum, und zwar mit einer Startzeit, Endzeit und sogar mit einer Anzahl von Zugriffen festlegen. Mache ich jetzt mal in der Sekunde nicht, brauche ich jetzt nicht, sondern ich möchte es halt eben mal allgemein für die anderen Leute freigeben. Also nicht nur für den Werner, sondern halt eben auch für andere Leute, die dort Daten ablegen möchten. So, ich speichere das Ganze.
Ich hole mir mal eben hier den Quick Connect Link und versuche das jetzt auch mal mit dieser Freigabe hier in einem anderen Browser durchzuführen. Muss mal gucken, wo mein Fenster ist. Das ist mir leider schon verloren gegangen. Also nehme ich nochmal hier ein neues in Private Fenster und versuche das jetzt an der Stelle nochmal hier mit der Quick Connect ID. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, auch das funktioniert. Wie gesagt, nicht enttäuscht sein. Hier, es wird hier automatisch hier festgestellt, dass ich ja bereits verbunden bin. Und damit der Verkehr nicht über den Quick Connect Dienst sozusagen nonstop läuft, wird nur die Verbindung initiiert. Anschließend werde ich dann direkt mit dem System verbunden, also sprich, bin auch direkt hier mit meiner Synology verbunden worden. Ich trage das jetzt, das Passwort jetzt hier ein, also sprich, und gebe jetzt hier einen Namen an. Ich sage mal einfach hier, das ist die Lisa und die Lisa möchte gerne eine Datei oder auch von mir aus mehrere Dateien hochladen. Das kann die Lisa gerne machen. Dazu nehme ich mal einfach hier irgendeine Datei aus meinem System. Sekunde, haben wir hier irgendwo ein paar Dateien. Die Lisa kann also jetzt hier einfach per Drag and Drop ihre Daten da hineinladen, kann auch gleich mehrere Dateien hineinladen und wenn sie fertig ist, sie kann es auch hier über den Schalter machen, hier, ne, Upload. Wenn sie fertig ist, lädt sie einfach die Daten hoch. Und wir können das Ganze jetzt nochmal kontrollieren. Das heißt, ich gehe jetzt hier einmal raus aus diesem In-Private-Fenster. Ich suche mal mein anderes. Das ist das Fenster vom Steve. Jetzt schauen wir mal, was passiert ist. Jawohl, wir sehen hier, da ist eine Freigabe hier vom V-Admin erstellt worden. Und zwar hat die Lisa hier was hochgeladen. Und die Lisa hat hier mehrere Dateien hochgeladen. Zwei Dateien hat die Lisa hochgeladen. Diese Dateien kann ich jetzt in Anführungsstrichen verarbeiten. Die kann ich auch jetzt hier halt eben verändern oder was auch immer. Ich kann mir die Datei jetzt halt eben auch hier hin kopieren zum Beispiel oder besser gesagt verschieben. Und dann kann auch kein anderer mehr darauf zugreifen. Sollte nämlich jetzt ein anderer Benutzer hier drauf zugreifen, dann sieht er auf jeden Fall diese Daten hier nicht mehr. Okay, gucken wir das Ganze auch nochmal im Dateisystem an, also sprich hier in unserer FileStation, in unserer FileStation und dann sehen wir auch hier, dass die Lisa Daten hochgeladen hat und da ist eine Datei und die eine Datei, die zweite Datei, die Lisa hochgeladen hat, die habe ich ja schon gerade hier verschoben. Ich kann das wieder rückgängig machen, das spielt ja gar keine Rolle, weil die Lisa hat natürlich in Anführungsstrichen keinen weiteren Zugriff mehr auf diesen Ordner, es sei denn, sie hat den anderen Zugangslink, den wir ja vorhin schon erstellt haben. Auch das will ich nochmal eben machen. Und zwar der Link auf die Drive-Freigabe. Also hier haben wir das Fenster von der Lisa nochmal, wo sie die Daten gerade hochgeladen hat. Und man sieht, sie kann hier die Daten auch nur hochladen. Mehr gibt es hier eigentlich auch nicht. Gut, dann gucken wir nochmal die andere Freigabe, und zwar die Freigabe für das Drive. So, und hier braucht der Benutzer ja nur das Passwort, unabhängig davon, wie der Benutzer heißt. Der braucht ja nur das Passwort und Lisa hatte das Passwort. Ja, das ist ein bisschen das gleiche Passwort von vorhin. Und deswegen kommt die Lisa natürlich auch in diesen Ordner. Also die kann jetzt hier auf diesen Ordner eigene Dateien, also Share with Friends, zugreifen und sieht halt eben innerhalb von dem Share with Friends halt eben diesen einen Ordner. Und zwar, wenn wir das jetzt nochmal versuchen, ja, so parallel aufzubauen, wir sehen das hier in der Drive, in der File Station, da sehen wir den Ordner von Steve, seinen Drive-Ordner, seinen persönlichen Ordner und hier sehen wir seinen Share with Friends-Ordner. Und da drin halt eben den Team-Ordner. Der Ordner Share with Friends, da kann natürlich, da können unterschiedliche Sachen drin sein. Ich will auch mal hier noch eine Datei einfach mal ablegen. Ich kopiere die einfach mal per Drag and Drop hier rein. Und jetzt können wir das nochmal kontrollieren, wie das denn hier aussieht bei der Lisa. Wenn die Lisa jetzt nochmal hier das Ganze aktualisiert,
dann sieht sie natürlich alles, was innerhalb des Ordners Share with Friends ist. Wenn wir mit der Datenfreigabeanforderung arbeiten, auch hier könnte ja jemand anderes noch, wenn er den Link hat und das Passwort hat, dann kann der natürlich auch in diesen Ordner das hier entsprechend hochladen. Auch das können wir leider nicht nochmal demonstrieren, weil das System sich ja schon gemerkt hat, dass ich ja schon hier einmal angemeldet war. Ich meine, ich kann es nochmal versuchen hier, Steuerung C. Ich mache das Fenster einmal komplett zu. Ich denke mal, das ist grundsätzlich, sollte das verstanden sein. Und mache nochmal ein neues privates Fenster auf. Brauche hier natürlich wieder das Passwort. Und dann wollen wir natürlich auch dem Werner die Gelegenheit geben, hier Daten hochzuladen. Werner, du kannst mal hier eine andere Datei hochladen. Was haben wir denn hier noch? Ja, ist eigentlich auch egal. Es geht ja nur darum, in Anführungsstrichen zu demonstrieren, dass der Werner auch hier die Möglichkeit hat, Daten hochzuladen. So, ich aktualisiere das Ganze und kontrolliere das nun hier nochmal in meinem Drive-Ordner vom Steve und sehe hier jetzt tatsächlich, dass zwei Leute etwas hochgeladen haben. Wenn der Werner den anderen Link auch kennt, der in das Drive führt, dann kann er natürlich dort die Daten auch von der Lisa einsehen. Ansonsten hat er eigentlich nur die Gelegenheit, Daten dort hochzuladen, so wie die Freigabe oder so wie ich die Freigabe derzeit eingerichtet habe. Das heißt, wir haben also zwei verschiedene Links, so viel sei gesagt. Wir haben zwei verschiedene Links. Wir haben einmal den Link, in Anführungsstrichen, wo wir auf das Drive zugreifen können, nachdem wir uns dann angemeldet haben mit dem Passwort, unabhängig vom Benutzer. Ja, da sehen wir das, dass der Benutzer halt eben jetzt hier, egal welcher Benutzer das auch ist, er sieht halt eben hier tatsächlich auch diese beiden entsprechenden Ordner von den Leuten, die die Daten hochgeladen haben. Also das ist sozusagen hier der gravierende Unterschied. Und ich denke mal, damit haben wir eigentlich auch diese Frage beantwortet und haben hier auch tatsächlich eines der Hauptthemen, wenn ich das so richtig sehe, hier mal aufgegriffen und haben das Ganze hier mal entsprechend definiert. Wie gesagt, also als Fazit ganz einfach, wir können hier mit unterschiedlichen Freigabelinks arbeiten und können dort Daten zum Upload sozusagen bereitstellen, beziehungsweise einen Ordner zum Upload bereitstellen. Das habe ich jetzt hier auch gemacht. In dem Falle wäre es natürlich nicht glücklich, das haben wir gerade festgestellt, ne, dass der Upload-Ordner sozusagen auch noch ein öffentlicher Ordner ist, wo andere Benutzer dann auch Zugriff haben. Das sollte natürlich nicht so sein. Verwaltete Links. Hier sehe ich nochmal die Links, die ich eingerichtet habe. Und welche Links sozusagen hier aktualisiert oder überhaupt noch gültig sind. Wenn hier ein Verfallsdatum eingerichtet worden ist, also wenn der Link einen bestimmten Ablauf, ein bestimmtes Ablaufdatum hat, dann steht hier auch der Status ungültig und dann kann ich hier mit einem Schalter die ungültigen Links entfernen. Habe ich jetzt in der Sekunde nicht, weil meine Links alle noch gültig sind, aber ich möchte jetzt hier diese Links sozusagen trotzdem wieder entfernen oder zumindest diesen Link hier entfernen. Und auch diesen Link kann ich an dieser Stelle jetzt hier entfernen. So. Und ich würde mir normalerweise jetzt hier einen weiteren Ordner erstellen. Das muss auch nicht unbedingt an dieser Stelle sein. Das kann auch an einer anderen Stelle sein. Das kann auch genauso gut an einem öffentlichen, sprich einem anderen Ordner sein. Aber wenn der Steve jetzt sagt, ich möchte jetzt hier die Daten von meinen Kollegen empfangen, dann würde ich mir hier einen neuen Ordner erstellen und das empfiehlt sich da oder habe ich mir so angewöhnt, einen sogenannten Incoming-Ordner zu erstellen. Ich setze hier vorne ein Add an, damit der Ordner grundsätzlich oben angezeigt wird. Und in diesem Incoming-Ordner, den würde ich jetzt hier mit einer Freigabe entsprechend definieren und hier ein entsprechendes Passwort setzen.
Okay, und dann würde ich dem Steve sagen, okay Steve, du kannst hier deinen Ordner Share, den kannst du ruhig freigeben. Das kann ich auch in Anführungsstrichen hier für dich machen, wenn du möchtest. Du kannst es aber halt eben auch genauso über das Drive machen. Wenn ich es hierüber mache, dann kann ich es auch über den DSM sozusagen, über den File Manager freigeben. Auch das geht. Da sieht das ein bisschen anders aus. Wir sehen dann hier, hier gibt es sofort eine etwas andere Verknüpfung. Wollen wir das auch eben einmal kontrollieren, wie das dann aussieht? Das ist dann unabhängig vom Drive. Auch hier sage ich wieder, einen sicheren Datenaustausch aktivieren. Ich wähle jetzt hier keinen vorhandenen Benutzer aus, sondern ich sage, ich habe hier ein Passwort. Das mache ich mal ein anderes Passwort, damit die Passworte sich unterscheiden. Auch hier wieder den Gültigkeitszeitraum kann ich wieder festlegen, also den Ablauf oder die Stoppzeit und diese Dinge, was wir gerade schon gesehen haben. Und ich kann mir sogar hier einen QR-Code ausdrucken, beziehungsweise den kann ich mir auch kopieren. So, ich kopiere mir das hier. Der Vorteil hierbei ist, ich brauche da jetzt das nicht mehr anpassen und öffne jetzt hier nochmal ein neues Private-Fenster. Ich hoffe, dass das funktioniert. Das war, hat also nicht funktioniert. Okay, ich öffne nochmal ein neues in Private-Fenster und füge den Link hier nochmal ein. Und werde auch hier natürlich wieder entsprechend umgeleitet. Aber wir sehen schon, dass diese Oberfläche hier etwas anders aussieht als bei dem Drive. Denn wir greifen jetzt nicht auf das Drive zu, sondern wir greifen jetzt auf den File Manager zu. Das ist also der gravierende Unterschied. Das sieht man jetzt hier auch schon so ein bisschen an der Struktur. Auch der Zugriff ist natürlich der gleiche, das ist richtig. Aber wir sehen halt eben hier, das sieht ein bisschen anders aus. Wir sehen auch hier, dass wir tatsächlich im Drive uns befinden, exakt in diesem Ordner Share with Friends und haben hier die gleichen Möglichkeiten, die gleichen Fähigkeiten. Wir können hier auch Daten dann halt eben bearbeiten oder herunterladen, aber keine Daten hier hochladen. Wie gesagt, das Hochladen haben wir gerade schon gesehen. Das geht natürlich über die Dateianforderungen, aber hier gibt es keine Möglichkeit, Daten jetzt in der Form hochzuladen. Wenn ich versuche, hier eine Datei reinzukopieren, dann sehen wir, zack, das funktioniert nicht, weil hier gar keine Freigabe ist. Okay, so, also, das war es eigentlich schon. Ich denke mal, damit haben wir auch so den Großteil der Fragen hier beantwortet. Ich sehe natürlich, dass hier noch einige weitere Fragen sind, gerade auch zum Thema Versionierung und Teamordner. Ich denke aber mal, das führt zu weit für den heutigen Tag. Das sollte ja nur erst einmal ein erster Test, ein erster Einstieg sein. Ich werde mir die Fragen, die dann auch im Chat noch liegen, nochmal im Nachgang nochmal angucken und eventuell das für das nächste Team-Meeting sozusagen nochmal aufgreifen und dann vielleicht auf das eine oder andere nochmal eingehen. Andernfalls, wie gesagt, können wir natürlich, oder will ich mal schauen, ob ich aus dem anderen Thema, was hier gefragt worden ist, vielleicht auch nochmal ein Video erstellen kann, ein Standardvideo, in dem wir das Ganze auch nochmal ein bisschen aufgreifen können. Okay, ich danke dann wieder fürs Zusehen, ich danke für die Geduld oder fürs Einschalten, ganz einfach, und ihr werdet das Video dann hinterher auch bei unserem YouTube-Kanal nochmal wiederfinden, dann könnt ihr das eine oder andere vielleicht auch nochmal nacharbeiten, beziehungsweise dann mal nachgucken. Dann bin ich jetzt raus und wünsche noch einen schönen Restsonntag. Bis dahin, euer Frank. Bye, bye.